Der erste Spieltag der neuen Saison ist gelaufen und für uns Kickbase Manager heißt das, wir haben eine erste Standortbestimmung, wie gut unsere Teams wirklich sind. Zum Start der neuen Woche heißt es deshalb, die richtigen Matchups für den zweiten Spieltag ausmachen, clever Spieler einkaufen, die Punkte machen können und natürlich traden, 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 damit wir auch genug Kohle für den nächsten dicken Fisch haben. Ganz egal ob Sperren, Verletzungen, Rückkehrer, Punktepotenzial, Matchup, alle wichtigen Infos, die ihr für eure Scouting-List und den nächsten Spieltag gebrauchen könnt, gibt's jetzt im Kickoff. Was ihr hier seht, ist natürlich nicht meine Season-Challenge-Aufstellung für den zweiten Spieltag. Nein, das sind die 11 Spieler, die ich mir auf die Scouting-Liste gepackt habe und die ich euch für die laufende Transferwoche auch wärmstens ans Herz legen würde. Und bevor wir in die Tipps reingehen, kommen wir aber erstmal zu den drei Kollegen hier, nämlich Willi Orban, Andu Kelati und Kenneth Schmidt. Alle drei haben am Wochenende rot gesehen. Schmidt zwar in der zweiten des SC Freiburg, der wird aber trotzdem auch für die Bundesliga gesperrt sein. Kelati und Schmidt solltet ihr auf jeden Fall abgeben, die beiden werden sinken und ohnehin nicht wirklich viele Punkte sammeln. Bei Willi Orban ist es eine Abwägungssache, wenn ihr ihn danach wieder fest für euer Team einplant und keine bessere Option findet, könnt ihr ihn auf jeden Fall behalten, denn der wird danach auf jeden Fall wieder spielen und kräftig Punkte sammeln. Ihr wisst aber auch selbst, in den ersten Spieltagen ist es besonders wichtig, Punkte zu sammeln und wer zu Beginn der Länderspielpause sinkt, der wird auch die ganze Zeit durchsinken und das kann bei Willi Orban schon kräftig ins Geld gehen. Das heißt, wenn ihr eine gute Option findet, ihn zu ersetzen, ersetzen, Punkte mitnehmen, wenn nicht, dann halten und durchziehen. Wir machen weiter mit Lovro Majer. Der ist brutal stark in die Saison gestartet, Doppelpack gegen die Bayern, dann aber gegen Ende leider verletzt raus nach einem Zusammenprall mit Pavlovic. Das sah auch gar nicht gut aus, da hätte auch gut und gerne was kaputt gehen können im Gesicht. Ist zum Glück aber doch nicht so schlimm. Das heißt, ihr könnt den Mann mit diesem Punkteprofil auf jeden Fall auch gegen Kiel aufstellen. Die Upside ist auf jeden Fall beim VfL Wolfsburg und da wäre auch der nächste grüne Balken für Lovro drin. Und für 10 Millionen aktuell natürlich noch ein richtiger Schnapper. Jetzt aber zu meiner Transfer-Elf, die ich euch ans Herz legen möchte. Wir fangen an im Tor mit Noah Atubolu. Atubolu war längere Zeit raus wegen einer Blinddarm-OP, könnte aber am zweiten Spieltag schon wieder mit dabei sein. Er trainiert schon wieder. Am ersten Spieltag hat Florian Müller den Vorzug erhalten, ganz einfach deswegen, weil Atubolu noch nicht fit genug war, noch nicht lang genug im Training. Das könnte sich am zweiten Spieltag allerspätestens aber nach der Länderspielpause geändert haben. Dann ist er auf jeden Fall wieder zwischen den Pfosten. In meiner Dreierkette wird Mohamed Simakan davon profitieren, dass Willi Orban rot gesperrt fehlt. Klar, es geht gegen Leverkusen, aber er wird von der rechten Außenverteidigerposition bestimmt wieder auf IV rücken. Das heißt, mehr Rohpunkte durch Zweikämpfe, mehr Rohpunkte durch Spielaufbau. Mit viel Glück natürlich auch immer mal in Torbeteiligung nach Standards. Das heißt, Simakan für den aktuellen Marktwert unbedingt einpacken. Und ihr wisst natürlich auch, weil Orban verletzt ist, steigt der Junge. Die mittlere Position der Dreierkette besetze ich mit Leopold Querfeld. Wir haben in der Vorbereitung schon viel über den jungen Österreicher gesprochen. Technisch sehr gut veranlagt, super Zweikämpfer. Er hat jetzt in Mainz den angeschlagenen Kevin Vogt ersetzt. Bei Kevin Vogt wurde zum Glück keine strukturelle Verletzung festgestellt. Er sollte also nicht zu lange ausfallen. Es sah aber trotzdem recht schmerzhaft aus. Und das nächste Spiel gegen St. Pauli ist ja schon am Freitag. Das heißt, dort könnte er auch noch fehlen, wenn das Schmerzlevel zu hoch ist. Wir sehen die Chancen für Leopold Querfeld gar nicht so schlecht, dass er starten könnte. Ihr wisst selbst, Freitagsspiel, ihr könnt die Startelf einsehen, das heißt, am besten mal mitnehmen und gucken, wer spielt. Ganz hinten links gehen wir mit Fabio Chiarodia, auch den haben wir in der Vorbereitung schon ordentlich abgehypt, der hat Minuten bekommen. Es sah so aus, als wäre dieses Jahr das Jahr des Fabio Chiarodia, wo mehr auf ihn gesetzt wird, wo er mehr Spielzeit bekommt und das könnte jetzt doch noch schneller passieren, als wir eigentlich erwartet hätten, denn Nico Elvedi scheint wohl kurz vor dem Absprung zu sein. Das heißt, gamblen, reingehen, wenn Elvedi geht, ist er für den zweiten Spieltag safe gesetzt und sollte auch danach mit guter Leistung gute Chancen auf dem Startelfplatz haben. Meine Mittelfeldreihe, Fünfer Mittelfeld, setzt sich zusammen aus Gambles, aber auch Spielern, die auf jeden Fall punkten sollten am nächsten Spieltag. Wir haben einmal Gamble Nummer 1, Tim Breithaupt. Breithaupt überraschend gestartet, weil sich Christian Jakic am Fuß verletzt hat, durfte rein, hat einen Assist gegeben, hat in 60 Minuten 109 Punkte genau gemacht. Grüner Balken in 60 Minuten, sehr, sehr stabil. Das bei einem 2:2 gegen die eigentlich spielerisch besseren Bremer. Breithaupt auf jeden Fall mitnehmen, weil er A, wirklich steigt und B, nach dem Engelsabgang auch wirklich gute Chancen hat, nochmal in der ersten Elf zu stehen. Neben Breithaupt haben wir den nächsten Gewinner des ersten Spieltags, nämlich Laszlo Benes. Kam nur von der Bank, 26 Minuten bekommen, aber mehrere Torschüsse abgegeben, Torschussvorlagen rausgehauen, selber noch den Ausgleich zum 1:1 erzielt. Das heißt, ein absolutes Muss, den Mann einzupacken, wenn offensiv was geht, was
mehr ist als nur Konter zu fahren, dann ist Lajo Benes auf jeden Fall immer mit dabei. Spielt jetzt zu Hause gegen den FC St. Pauli, Aufsteiger bei Union, das heißt, Upside ist riesengroß. Und kleiner Funfact, seitdem Union Bundesligist ist, haben sie nur 2 von 18 Spielen gegen Aufsteiger verloren, 11 von 18 gewonnen und 5 von 18 unentschieden gespielt. Das heißt, mit 61% Siegwahrscheinlichkeit ist die Upside gegen St. Pauli riesig. Im Mittelfeld gehen wir außerdem mit dem einzigen Spieler, der im ersten Spieltag gesperrt gefehlt hat, nämlich Dani De Witt. De Witt hat nach seinem Wechsel aus Alkmaar eine Rotsperre mitgebracht, dies aber jetzt abgesessen und er darf im Heimspiel gegen Gladbach wieder mitmischen. In De Witt sehen wir den legitimen Stöger-Nachfolger, das heißt, wir hoffen uns, auch wenn es Bochum ist, viele Rohpunkte, den ein oder anderen Scorer eventuell schon gegen Gladbach für 4,5 Millionen, ist er aktuell wirklich noch sehr, sehr preiswert, auch in Anbetracht dessen, dass wir davon ausgehen können, dass er um die 30 Startelf-Einsätze sammelt. Deshalb auf jeden Fall einpacken, Marktwertgewinn mitnehmen und eventuell sogar gute Punkte. Kommen wir zum nächsten Spieler und das hier wird ein richtiger Gamble. Ihr seht selbst, auch die Kickbase-Manager und Managerinnen da draußen sind schon hellhörig geworden, denn bei Flo Neuhaus wird über einen Wechsel zum FC Augsburg spekuliert. Jetzt ist durch den Engelsabgang sogar die Planstelle auf der 10 frei geworden. Ideal also, um Flo Neuhaus nachzubesetzen. Ihr seht in der Marktwertkurve selbst, wir schieben mal durch, viel gefallen, 200.000, 200.000, 200.000 und auf einmal wird das Ganze weniger, nur noch 81.000. Es kommt also bald der Turn. Die Manager riechen es schon, ihr müsst also jetzt mit drauf gehen. Erstens bekommt ihr einen Spieler, wenn er denn zu Augsburg wechselt, der gesetzt ist, der kreative Elemente mit reinbringt, der die Stürmer bedienen kann, aber vor allem auch Marktwertgewinn und ihr wisst selbst, Kohle machen am Anfang ist wichtig, damit man sich auch Spiele leisten kann. Mein letzter Pick im Mittelfeld kommt vom KSV und hat für die Störche am ersten Spieltag die zweitmeisten Punkte gesammelt. Ihr seht selbst, es ist Finn Porat, der kam gegen Hoffenheim nur von der Bank und hat trotzdem 105 Punkte gemacht. Wir checken einmal den Live-Match-Day und gehen rein. Wir sehen sofort, klar, der Assist war mit dabei, dann aber trotzdem auch Großchance kreiert. Nochmal, Großchance kreiert, Flanke, Flanke. Der hat nach vorne ordentlich was bewegt. Das erhoffen wir uns auch beim Heimdebüt der Kieler in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg. Wir sehen Porat auf der rechten Schiene vor Becker. Das heißt, Komenda könnte rausrutschen, Becker wieder rein oder auch Karl Johansson. Wenn Kiel offensiv aber wirklich Ansprüche anmelden möchte, dann muss Finn Porat als kreatives Element wieder mit in die Startelf. Das heißt, wir würden euch Finn Porat auf jeden Fall empfehlen. Zum aktuellen Marktwert von 4 Millionen könnt ihr auch eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Auch an der Marktwertkurve seht ihr, Finn Porat geht gerade wirklich durch die Decke. Ihr seid zwar nicht die Ersten, die auf den Zug aufspringen, aber es ist noch nicht zu spät. In meinem Sturm sorgen Schuto Machino und Steve Meunier für Double Trouble. Bei Machino geht ihr absolut kein Risiko ein. Er hat am ersten Spieltag nach Remberg-Vorlage noch spät getroffen, wird auch am zweiten Spieltag in der Startelf stehen und ist momentan absolut gesetzt bei Marcel Rapp hinter Pichler und Bernhardsson auf der 10. Bei Steve Meunier würdet ihr allerdings mehr ins Risiko gehen. Ist vielleicht nur ein Gefühl von mir, ihr könnt aber zu First Mover und Early Adopter oder wie auch immer ihr euch nennen wollt, werden. Durch den Engelsabgang wird die Position auf der 10 erstmal frei und ich glaube nicht, dass selbst wenn Florian Neuhaus noch diese Woche wechseln sollte, er sofort am zweiten Spieltag in der Startelf steht. Das heißt, gute Chancen für Steve Meunier hinter Philipp Tietz und Samuel Isende zu starten. Außerdem geht es für Augsburg am zweiten Spieltag gegen den FC Heidenheim. Heidenheim hat letzte Woche englische Woche gespielt, davor Pokal, diese Woche englische Woche. Es geht unter der Woche gegen Hecken in der Conference League Quali. Heidenheim wird also auf jeden Fall ordentlich Kilometer in den Beinen haben. Das heißt, gute Chancen für Augsburg in Heidenheim den ersten Dreier der Saison zu landen. Wenn wir uns zurückerinnern, letztes Jahr in Augsburg, erstes Spiel von Jes Torup, 5:2 Sieg, Punkte mitgenommen, Abfahrt. Das war's von mir und dem ersten Kickoff der Saison. Von Gamble-Spielern über Matchups bis hin zu Trading-Spielern für eure Kickbase-Woche war alles mit dabei. Eine richtige Season-Challenge-Aufstellung, Punkte geraten fürs Wochenende und vieles mehr gibt's Donnerstag bei Janni in Players to Pick.